Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Stellaris. Wahrscheinlich der kürzeren Folge, weil Luke möchte essen. Wie kann es nur wagen? Ich hatte heute 2 Brote. Wie kannst du nur? Ich weiß auch nicht. Füttere deinen Körper, er will es. Das war alles, was ich heute gegessen habe. Und mehr wird auch wahrscheinlich nicht passieren, weil, ne. Meh, ja. Ich hatte gestern richtig geiles Essen. Oh, ich habe mir was gegönnt, ey. Erzähl mir davon. Es war sauteuer, aber ich habe mir gedacht, komm, fuck it. Ja, Glory Seeker? Was hast du gegessen, was so teuer war? Ich habe mir Lachs gemacht. Schön mit, Dings, wie heißt's? Mit Lauchzwiebeln und Tomaten und Paprika. Richtig schön in der Pfanne, ein bisschen angebraten. Mit schönen Sahnesoße dazu und Nudeln drauf. Geil. Und ein bisschen Käse dran. Oh, es schmeckt so mega Käse. Geil. Man, sag nicht, dass du keinen Käse magst. Ich mag Käse, bist du kein Mensch. Es kommt auf die Menge an. Wenn jemand... Ja, je mehr, desto besser, genau. Nein. Da verstehst du jetzt was falsch. Käse, man kann nicht zu wenig Käse nehmen. Du musst bei Käse vorsichtig sein mit der Menge, ja, sonst... Hast du Probleme mit der Verarbeitung, who cares? Käse ist geil. Ich kann das überhaupt nicht sehen, wenn Leute sich irgendwie eine Pizza bestellen oder sowas und dann nochmal extra Käse draufhauen. Ja, weil Käse... Oh, geil. Ja, nee, das mach ich immer. Überhaupt nicht. Das mach ich immer. Das ist schrecklich. Wenn ich Käse hab, ist die Frage, aber naja, sonst immer. Immer. Es muss. Es geht gar nicht anders. Es geht. Nee. Ich seh's nee. Doch. Ohne Käse geht's gar nicht. Alles schmeckt besser, wenn es mit Käse überbacken ist. Wahrscheinlich sogar Käse, der mit Käse überbacken ist. Und was machst du so? Ich überbacke meinen Käse mit Käse. Okay. Ja, weil ich noch nicht genug Käse in meinem Käse hatte. Geil. Mann, okay, geil. Mein Krieg hat sich jetzt gerade beendet. Ja. Automatisch. Und ich habe alle Besetzung verloren. Goddammit, ich hab's befürchtet. So klar, scheiße. Okay, ich schicke meine Flotte runter und dann spiele ich da ein bisschen mit, sobald ich den oben durchbesetzt habe. Kein Ding. Aber das finde ich ein bisschen kacke, weil eigentlich dürfen die nicht in den Krieg mit rein. Ja, eigentlich dürfen die Kriege sich nicht so beeinflussen oder die dürfen gar nicht beitreten erst. Überhaupt nicht. Oder die Kriege sollten ineinander vereint werden, das würde ich auch irgendwie noch akzeptieren. Nee, die dürfen einfach nur nicht beitreten. Ineinander vereint macht auch keinen Sinn. Also miteinander merged. Merging macht keinen Sinn, ja. Ich hatte 4 Planeten besetzt, jetzt habe ich besetzt 0. Aber eben noch 6 Warscore. Ja, aus irgendeinem Grund. Ach so, wegen der Schlacht. Ich habe ein Space Battle gehabt, wo ich 20.000 von denen einfach so weggemeldet habe. 67 ist unser Demand. Ja, das geht noch. Also, da haben wir schon mal Schlimmeres gehabt. Ja, an Warscore. Ach so, ja. Ja, weil ich die 33 ja nicht nutzen darf. Meh. Das ist aber nicht mal Schuld, ja? Ja, da doch ein hast bisschen. Du nicht geguckt. Doch, du bist da. Du bist nicht mein Vasall. Wie es eigentlich sein sollte. Du kannst mich mal gern haben, ja. So ein Arschloch. With our shining glory we will rule the galaxy. Hör auf, Scheiße zu labern, also bitte. Das ist ja nicht anzuhören. And still you do. Still you do. Da gibt's noch ein bisschen mehr. Okay, da muss ich jetzt doch was tun. Meh, ich muss was tun. Tun, Arbeit. Construction ship, build every shit. Da müsste es auch irgendwann eine bessere Methode für geben. Ja, so ein kleines Bild, was du kannst oder so. Oh, ich habe wieder... Event hatte ich jetzt auch. Das ist neu, das Event. A new metal. Das will ich mal lesen, ganz kurz. Warte mal eine Sekunde. Detailed surface scans of Zubra 5 have identified a large impact crater containing the wreckage of several ancient starships of unknown design. The ships appear to be completely devoid of life support systems, leading us to suspect that they were either unusually large drones or controlled by some form of artificial intelligence. Interestingly, the hull of the ships was constructed out of living metal, an exceedingly rare... Still known to us, because we have it for about 150 years. Warte mal, wo war ich? Exceedingly rare and inorganic material with many unique properties. This metal can be programmed
Anführungszeichen, to assume a certain shape or form, and it will slowly regrow itself if damaged. Over a period of several millennia, the surviving metal from the wrecked ships was fused into a large and extremely dense deposit that could potentially be mined for centuries to come. Very interesting. Aber das Event ist definitiv neu, oder? Das kannst du auch noch nicht. Sagt mir nichts, muss ich zugeben. Ich wollte doch sagen. Und das Bild ist auch neu, das sieht auch voll gut aus. Oh, toll! Mehr militaristisch. Yay, Operation Battlecry habe ich gerade als Fraktion bekommen. Nee, gar nicht. Nein, The Sibulan League. Oh, okay. Die haben die Embrace, die Faction. Oh, ich kann den Jump Drive machen. Ich will den Jump Drive haben. Ist es eine Tech, die zuerst aufploppt, ja, oder? Ja, das ist doch gerade als Tech gekommen. Das meinte ich doch. Aber ich will nicht, weil wenn ich das mache, dann sind wir alle im Arsch und ich habe keinen Bock da drauf. Aber ich habe einen neuen Ascension-Perk. Oh, übrigens. Oh, scheiße, was ich noch sagen wollte. Wir dürfen auf gar keinen Fall die Feuern haben. Denn die wurden gebufft. Was, wo langsam werden? Die Anbidden wurden gebufft. Die sind viermal so stark, wenn sie reinploppen. Viermal so stark. Das hat Shenrir gemeint. Und der spielt praktisch momentan nichts anderes als den Crap hier. Viermal so stark. Das kann aber eigentlich nicht sein, weil die waren auch so schon durch Punkt 5er Patch höllisch stark geworden. Mhm. Oh, ich hab Synth Leaders. Nice. Nice. Und ja, deswegen habe ich mir auch gedacht, so, oh fucking hell, warum tut ihr uns sowas an? Als ob das schon schlimm genug war, ey. Oder an aber sich auch die Wahrscheinlichkeit von Anbitten ist viel zu hoch im Vergleich zu anderen. Ja, ist sie auch. Finde ich, sollte unbedingt was geändert werden daran. Aber weißt du was? Was? Weißt du was? Ich kann jetzt Megastructures bauen. Oh mein Gott. Oh ja, und jetzt werde ich erstmal eine Dyson Sphere richten. Oh fuck, die kostet 10.000. Ja. Wow! 10.000 für die Baustelle und 40.000 für jede einzelne Sphären-Dings. Das Ding ist teuer, deswegen nimmt auch eigentlich das Perk mit dazu, was dir die ganzen Kosten noch ein bisschen runterklatscht. Ja, war das mir zu teuer, das Perk. Wir haben so wenig Ascension-Slots dafür. Ich hatte dummerweise noch nicht die nötige Tech, die ich brauche für vollständige Roboterschaft. Hätte ich gerne, aber ich brauche für Mind, nee, nicht Mind over Matter, ich brauche Transzendenz, brauche ich auch nicht, sondern Synthetic Evolution. Oh, ich hätte es nehmen können? Really? Oh, dann tut's mir leid, Leute, ich hätte es nämlich gern genommen. We will prepare a special project to transfer the minds of our citizens into synthetic bodies. Na gut, aber ich kann es ja nehmen in, oh Gott, naja, langer Zeit. Dauert noch eine Weile, Leute. Also in den nächsten paar Parts wird es halt irgendwann passieren. Goddammit. Ich wollte unbedingt halt die Galactic Wonders haben. Die Flak ist doch völlig über... Warte, hä? Die Flak ging doch in die Point-Defense-Slots rein, oder? Nein, M. Ich hätte sie gerne in Point-Defense-Slots, damit sie mehr Sinn machen. Aber nein, sie sind leider in M. Oder ja, wie gesagt, super. Ich hätte gerne die Point-Defense-Slots verändert in der Form. Oder beziehungsweise die Flak auf Point Defense halt umgesetzt oder sowas in der Richtung. Aber wird mehr Sinn ergeben. Ja, es würde richtig viel Sinn ergeben. Oh, ich aber das machen Point sie nicht, Defense. Weil eine Flak halt auch als... also, weil man die damit auch für die Gegner benutzen kann, um die kaputt zu hauen. Und das wäre halt blöde. Das wäre wahrscheinlich overpowered oder I don't know, was sie sich dabei gedacht haben. Aber wie gesagt, ich hätte es halt gerne anders. Capacity Boosters. Nein, nur Energy Siphon, weil das schnell geht. Und besseren Building Speed ist auch okay. Ach nee, warte mal, das ist doch eine fortführbare Tech, ne? Nee, ist es nicht. Assembly Algorithms, warum habe ich die noch nicht? Strange. Okay, ich habe wieder einen Planeten der Typen erobert. Aber gut, der Krieg ist zumindest gerade nicht sehr anstrengend, weil es ist sehr gediegen. Die können nichts, die sind alle zerstört worden. Wow, das war heftig. Was war heftig? Ja, meine Invasionsarmee hat es gerade zerfetzt. Interessant. Okay. That's something. Warum ist sie zerfetzt worden?
anscheinend war die Defense Force da so dermaßen riesig. Okay. Interessant. Sehr interessant. Das ist krass. Ja, deswegen sollte man immer ein bisschen Auge drauf haben. Aber das Dumme ist, die Dyson Sphere ist teurer als eine Ringworld, ne? Eine Ringworld kostet jedes Abteil im Grunde kostet 20.000. Der Frame kostet 20.000, jede einzelne der vier Sektionen kostet 20.000 und die Dyson Sphere kostet 40.000 pro Stück. Erst 10.000 und danach jeder einzelne und erst ab dem zweiten 40.000er kriegst du was dabei raus, nämlich die ersten 100 Energie. Das ist ein bisschen heftig, finde ich. Die sind aber alles so dermaßen... Ja, Ringworld nicht. Wie gesagt, Ringworld nicht. Wie viel... Wo kann man denn die anderen basteln, frage ich mich. An welchen Orten? Die Warte, haben keine Beschränkung. Das andere ist ja das Science... Das Sentry Array. Oder den Science Sentry Nexus. Array. Ja, die beiden. Die baust du einfach da, wo du halt haben willst. Die haben keine Beschränkung. Wow, der Science Nexus produziert ja fast gar nichts. 90 in der letzten Phase für alles. Wirklich. Nur 90. It's not much. Der Sentry Array gibt ja halt eine, glaub, eine volle Sicht über die Galaxis, wenn es so war. Oder ist ein großen Teil der Galaxis. Gradually expand Sensor Range, eventually covering the entire galaxy. Ja. Wir geben dir wahrscheinlich prozentual was, ja, bis du dann 100% einfach hast, fertig dann. Vielleicht sogar von der Mitte der Galaxie ausgehen, damit man die Prozente besser hat oder so. Sentry Array finde ich auch interessant. Science Nexus ist echt ein bisschen schwach. Da fehlt eine Null, würde ich sagen. Also der sollte 300, 600.000 gehen. An Plus, weil bis du den bauen kannst, brauchst du es eh nicht mehr wirklich. Außerdem, ich mache ja schon fast 900 in jeder Kategorie. Das sind 10% im Endeffekt. Das ist nicht wirklich viel. Die Dyson Sphere ist weit besser, aber Habitate sind noch besser eigentlich. Das war jetzt super gut. Holla die Waldfee. Ich habe gerade meine Harmony gemacht. Und wow, es ist der Hit. Deine Harmony? Schön nochmal Harmony-Baum fertig gemacht. Achso. Und okay. Ich kann Habitate bauen. Juhu. Habitate sind voll gut. Hast du gesagt, was sich das so sehr lohnt bei Habitat oder was sich nicht lohnt? Futter lohnt sich nicht. Okay, weil die Menge einfach... Das Einzige... Ja, du kriegst halt nur 4. Aber du kriegst 8 Energie dabei raus. Energie lohnt sich damit 100-mal mehr. Und Mineralien lohnt sich doch, glaube ich, auch nicht. Du kriegst, glaube ich, auch noch 4. Ja. Also was sich lohnt... Ich mache immer einmal Unity, weil das Ding auch noch 5% Happiness gibt. Ja, das ist klar. Und die 4 Unity. 4 Unity ist einfach super. Und Laboratories bringen was, weil 3-3-3 ist eigentlich ziemlich gut. Ja, Forschung. Und es sind immerhin 9 Punkte, wo du bei den anderen nur 4 bekommst. Aber ich baue die Habitate hauptsächlich für Energie, weil... Und wenn du Forschung wirklich machen willst, dann baue es bei einem schwarzen Loch. Weil da kannst du eh nur Forschung machen. Aber gibt dann trotzdem nicht mehr. Nö, gibt genauso viel, glaube ich. Aber du kannst halt nur Forschung machen. Das heißt, wenn du wirklich auf Forschung auch mal gehen willst, dann baue es einfach auch beim schwarzen Loch. Energie? So teuer ist es nicht. Brauche ich überhaupt nicht gerade. Ich bin auf 500 plus, das ist... Ja, also wird es auf Forschung hinauslaufen. Ich brauche schon noch Energie. Aber ich werde mir jetzt bald eine Dyson Sphere bauen, danach brauche ich nie wieder Energie, fürchte ich. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall Kinship nehmen. So, mal gucken, wie das jetzt hilft bei meinen Factions. Gar nicht! Großartig. Didn't change a thing. Oh, Committee of Sacred Traditions ist runtergegangen von 83 auf 71, also es wirkt. Es dauert ewig, aber es funktioniert. Sehr gut. Das Dumme ist dann, dass sie sich aufteilen auf die anderen, aber naja. Aber es wirkt. Komm schon noch einen Monat, dann kann ich die Dyson Sphere beginnen. Ich kann jetzt erst die Curator Exploration Labs machen, ne? Komm ich jetzt erst freigeschaltet, das ist total blöd. Nicht, dass ich sie brauche überhaupt, aber...
Es macht jetzt keinen großen Unterschied, aber... Yay, Dyson Sphere Bau hat begonnen. Yay, auch wenn ich nicht weiß, wie ich die 40 fucking 1000 zusammenbekommen kann, weil das mein Limit ist. Aber da ist das Gute, je mehr Energie ich mache, desto mehr kann ich in Mineralien stopfen und damit meine Dyson Sphere schneller wieder ausbauen. System Survey complete. Und ja, die dauert halt lange, aber ich meine, was soll's. Die dauert, kann ich das nicht sehen? Ich muss doch draufklicken können. Aber die kostet, die dauert meistens 3600 Tage. Ich glaube Tage. Ja. So war es bei der Ringworld. Da hat eine Sektion 3600 Tage gedauert. Also kann man sich ja ausrechnen. Sind 100 Jahre. Nee, gar nicht. 10 Jahre. 10 Jahre. Jede Sektion 10 Jahre geht. 100 Jahre wäre ein bisschen viel. Oh, wir sollten den Planeten vielleicht auch mal einnehmen. Wir bombardieren den schon seit Jahren. Ja, ich hab euch halt vergessen. Ihr habt den Befehl gehabt zu bombardieren, dann bombardiert halt noch ein bisschen. Aber keiner der Leute ist gestorben. Ich finde immer noch, ich find's gut, dass es eine Mod gibt, die das überarbeitet. Die Bombardierung und das alles. Inwiefern? Weil die Bombardierungen sind zu schwach. Ganz ehrlich, ich habe jetzt 20 Jahre bombardiert mit mittlerer Bombardierung. Limited Ground Support. Und ganz ehrlich, ist nicht einer gestorben, ne? Nicht eine Population ausgelöscht worden. Die Möglichkeit besteht, dass Gebäude beschädigt oder zerstört werden. Ja, und ein auch Gebäude Leute ist ganz beschädigt worden. Sterben. Aber. Doch einer ist gestorben. Chancen sind vergleichsweise niedrig. Ja, die aber sind ich denke auch fast, viel zu denk auch fast, dass es, extrem nervig werden könnte, wenn die Chancen wesentlich höher wären. Finde ich nicht unbedingt. Es hätte natürlich auch einen sehr nachhaltigen Effekt am Ende, es wäre klar, es hätte ein gewisses Zeichen mit dabei, aber ich denke, aber ganz ehrlich, auch wieder ein bisschen was dagegen haben. Wenn du einen ganzen verdammten Planeten bombardierst und das für 5 Jahre, dann ist es scheißegal, ob du den nur leicht bombardierst, mittelmäßig bombardierst oder voll bombardierst. Da werden eine Menge Populationen ausgerottet. Ja, das... Das ist völlig egal. Ist das sollte... Dann sollte es einen erhöhten, eine Chancenerhöhung geben pro Jahr. Irgendwie pro Jahr ein exponentiell steigende Chance, dass es das kaputt geht oder sowas. Ja, weil, das ganz ehrlich, wäre dann noch besser. Oh, Trade Deal ist raus. Active Sensor Link, Wormhole Station und Research. Nur den Sensor Link braucht man wieder. Ne, wir brauchen alles noch. Mach noch ruhig nochmal alles, wenn du mir das gibst. Außerdem, dein Hintergrund existiert nicht mehr für mich, ne? Ja, das ist bei dir genauso. Das ist wegen dem 1.6er Patch, wegen den neuen Hintergründen. Das macht Sinn, ja. Da haben die wahrscheinlich die Bezeichnung geändert. Unser Deal gilt noch bis 60. Oh, du bist bei mir auf dem Habitat, ne? Einer deiner Leute. Oh, wie toll. Auf dem Bafsch-Habitat, also B-H-A-F-S-C-H, falls du gucken willst. Da ist einer von dir bei mir. Nur einer. Oh, nur einer. Ganz alleine und traurig. Ja. Aber Kerl. Naja gut, wenn man bedenkt, dass es 1 Million sind, ne? Quite a fucking lot. Aber trotzdem. Ein einsamer Kerl von dir. Dyson Sphere for the win. 21% schon die Baustelle fertig, also das geht schnell. Muss man ja echt sagen. Ich weiß nicht, wie ich dann die 40.000 haben soll, aber wir werden es schon irgendwie hinkriegen. Und ich muss noch meine Flotte ein bisschen ausbauen. Weil ich bin immer noch bei 740 von 856 und bei 93.000. Und ich will das nicht so weit auslaufen lassen, weißt du? Am Endeffekt brauchen wir da, kommen dann die Anbidden oder so ein Scheiß und wir werden dann die letzten 150.000 nicht mehr zusammenbekommen. Und die sollen mit 4-mal mehr Truppen starten, die Anbidden. Mit 4-mal mehr. Und die starten jetzt schon mit 250.000 oder irgendwie sowas. Das heißt, da musst du richtig einen Guerilla-Warfare machen bei, damit du das überstehst. Du musst dich echt darauf konzentrieren, die Truppen einzeln zu erwischen und auszuschalten, sonst verlierst du. Immer. Und die AI schafft es jetzt schon nicht. Also schafft es schon vorher nicht, meine ich. Und jetzt schafft es noch weniger, gegen die anzukommen. Es ist so krank. Ja, die KI ist gegen die Endgame-Krisen generell. Ja, ich hätte gerne mal eine andere Endgame-Crisis. Ich will die anderen mal sehen, weißt du? Es geht mir so vielleicht, auf die Stirn. Vielleicht hast du Glück diesmal von einer anderen getötet, wenn es dich glücklich macht. Das wäre toll. Ja, solange es nicht die ist, die du als einziger hervorrufen kannst, als Spiritualist.
Die, darauf habe ich nämlich keinen Bock. Aber die AI-Crisis wäre cool. Oder die Protherians, oder wie die hießen, die Protherianer. Ja, diese Alien-Viecher. Ja. Die würde ich auch gerne mal wieder sehen. Interessanterweise steht auf der Wiki, dass das einfach nur Überlebende heißt, ne, in ihrer Sprache. Du kannst das nämlich rausfinden, wenn du eine ganz bestimmte Civic oder sowas hast, dann kannst du mit denen reden. Nee, wenn du Psychic bist, kannst du mit denen reden. Mhm. Und dann erzählen die dir, dass die eigentlich nur Überlebende sind von einer Rasse, die viel schlimmer ist als sie. Und von denen sie halt durchs Universum getrieben werden. Und von denen sie eigentlich nur auf der Flucht sind. Und wenn man sie tötet irgendwie, dann sagen sie nur, ja, ihr werdet sowieso noch sterben irgendwie oder sowas. Durch diese Rasse. Sie werden kommen. Und sie werden euch vernichten. Fand ich sehr, sehr interessant. Hätte natürlich gerne selber erlebt, aber das Spiel hat mir nicht die Möglichkeit dafür gegeben. Was ich ein bisschen gemein finde. Nur ein bisschen. Ja, komm, Advanced Afterburn, es wird Zeit. Und es ist wieder ein Habitat fertig. Yay! Weißt du, wie viele Habitate ich jetzt schon habe? Zu viele? Ich habe die alle in meiner Heimatwelt gebaut, ne? Es sind jetzt schon 2, 4, 6 Stück. Es sind 600 Influencer, die ich da einfach mal reingepumpt habe. Das ist so geil. Ich stehe auf die Habitate, die sind so gut. Und vor allem, weil sie meinen Makel ausbessern, die fehlende Energie. Und das gefällt mir sehr. Hier kann ich nur noch... Ich bin bei Social fertig, ne? Ich kann nur noch Wiederholende machen. Gerade. Oder ich bekomme halt nur kein besseres gerade angeboten. Wahrscheinlich blockt noch was auf. Irgendwann. Gerade zumindest nicht. Irgendwie. Ich hoffe mal. Ich habe nämlich noch nicht alles, glaube ich. Aber ich bin froh, dass ich jetzt Planeten, die ich schon besitze, auch umändern kann. Ich könnte Hythia in eine Gaia-World machen. Das wäre lustig. Ich wollte dich noch was Kleines, Interessantes fragen. Was denn? Ich habe hier eine Welt, die ist kolonisierbar, das ist eine Savanne. Ne, eine Desert World, aber alle Teile sind mit Teilblockern belegt. Alle. Was? Das kann gar nicht sein. Das ist unter meinem Empire. Nunki, in dem Nebel da. Warte mal, ich guck sofort. Der hat, schauen, hat auch ein Trade. Liquid Sand ist das Trade bei dem Ding. Kannst du blenden, Danke für die Information. Da steht nichts dabei, dass es das Ding. Wie heißt der Planet? Nunki. Nunki 3, genau gesagt. Im System Nunki. Ja. Construction complete. Da ist Nunki. Nunki 3, ja. LOL. Liquid Sands cover the planet so fine. Grained, it resembles a liquid. The odd composition of minerals provide ample amounts of sleep. Oh, ficken! Liest du gerade dasselbe wie ich? Ja. Ich wollte es dir gerade sagen. Boah, wir sind am Arsch! Aber es sind deine, okay. Du bist am Arsch, nicht ich. Alles ist gut. Giants in the Playground. Oh, fuck. Das ist War in Heaven Trigger, ne? Das ist War in Heaven Trigger. Was jetzt mit dem anderen Empire? Auch die sind awakened? Jetzt awakened. Nee, die sind anderen, nicht awakened. Ja, die zum Glück noch nicht. Das heißt, die werden sind auch equivalent awakened. Mit mir. Die sind equivalent. Wow. Aber die werden so 100.000 haben. Also was hast du im Moment? 93. Reicht genau nicht für den direkten Grund, Kampf. Nee. Also so knapp bis zu 150 würde ich empfehlen, weil die Verluste sind übelst. Die Verluste werden richtig... Wie viel hast du? Im Moment nichts Erwähnenswertes durch die Kriege. Ich bin gerade am Flotte rumbauen und so weiter. Du hast Flotte verloren bei den Kriegen? Was machst du denn, ey? Ich bin der, Das ist nämlich das Problem. Ich würde die jetzt am liebsten angreifen. Mir wurden 30.000 Armadas gegen... Ja, aber ich würde die jetzt am liebsten angreifen, weil... damit wir den War in Heaven direkt kontern und nicht alle unsere Vasallen verlieren, weil das könnte passieren. Wahrscheinlich nicht alle, aber ein paar. Meinst du dann das Awakened Empire bei mir direkt angreifen? Nein, oder das nicht Awakened, weil das Awakened wird jetzt auf 200 bis 300k hochpushen. Instant. Und das können die in extrem kurzer Zeit.
Deswegen würde ich nämlich lieber das, die Stagnant Ascendancy jetzt angreifen, vernichten und den War in Heaven komplett kontern. Dann wären die anderen immer noch da. Aber es wäre nicht mehr ganz so arsch. Ja, dann beende mal deinen Krieg. Ist gerade passiert. Okay, sehr gut. Hast du dir jetzt vassalisiert? Ja, du hast jetzt trotzdem vassalisiert. Hä? Nein. Oh nein, ich Idiot! Oh scheiß. Warum? Ich hatte das überhaupt nicht ausgewählt. Dann musst du sie wieder freilassen später, aber... Ja, aber schon. Das Ding ist, ich habe jetzt die Simulan-Planeten nicht befreit. Nee, oder? Weil ich hab die nämlich angeklickt, weil ich dachte, ich klicke die damit an und habe die damit freigegeben. Also habe die damit nicht mehr included. Also ein völlig unnötiger Krieg ohne Ergebnis. Nein, gar nicht. Hä? Moment, das stimmt gar nicht. Die haben 3 Planeten, 3 Systeme bekommen. Weißt du, was das Problem ist? Mhm. Ich habe nicht die Simulan-Planeten befreit, ich habe die anderen befreit. Hä? Nein, das kann aber gar nicht sein. Die Athelid Foundation, die müssen dann auch irgendwas mit Athelid sein. Gibt es noch welche Athelids? Nein. Was ist da passiert? Das sind denn die. Die haben die Planeten bekommen. Ja, aber wer hat die... Wo sind denn die Planeten hin? Ich sehe hier gar keine mehr. Die sind weg. Die Planeten von denen sind einfach weg. Die Leute oben, die hast du jetzt als Vassal bekommen. Und die haben gleichzeitig die befreiten Planeten der Simulan League bekommen. Kann eigentlich gar nicht sein. Ich seh's doch gerade. Ich hab's vor mir. Es ist so. Ja, aber ich seh's nicht. Ja, lass mal weiterlaufen. Das braucht ein bisschen. Nö. Ich seh da gar nichts. Ich seh da nur, dass sie 2 Planeten haben. 2 kleine, fitzelige Dinger. Ja, das sind die. Die Athelid Foundation. Ja, aber die waren vorher viel größer. Ist dir klar? Wo sind die denn jetzt hin? Die Vetirius League of Commonalities. Warum sind das jetzt Pflanzenviecher geworden? Aber die sind das jetzt. Und nein, okay, ich hab's doch nicht falsch gemacht. Ich hab nämlich nur liberated. Ich hab die nicht als Vasallen. Die waren ja... Vasallen. Das ist dein Protektorat im Moment. Nein. Schau das an. Nein, die Athelid Foundation ist nicht mein Protektorat. Die anderen ja, die habe ich nämlich jetzt zum Protektorat gemacht, weil die bei mir hier unten sind. Ja, das sind auch die da oben sind. Ja, ein Planet. Fuck it, den gebe ich dir wieder, wenn ich sie integriert habe. Aber hier unten haben die 3 Planeten, das ist wichtiger. Athelid. Okay, die haben hier rechts noch einen bekommen. Bei ja, die Athelid Foundation, die habe ich nicht angekratzt. Die ist genauso, wie sie vorher war. Die Athelid sind, ja, Wayne. Das ist ein, das ja was das sind hat. Aber die Dinger, die ich sonst als Protektorat oder als Vasallen genommen hätte. Und das habe ich nicht. Ich habe nichts falsch gemacht, ist alles in Ordnung. Alles genauso, wie es sein soll. Okay, ich habe nur liberated alles. Dann gerade noch kurz was anderes. Bei mir unten 3-4 Planeten. Scheiße. Was denn? Okay, der Typ hat mich gerade gefragt, ob ich mich ihm anschließen will und Schutz und so weiter. Das heißt, ich werde auch dann sein. Ja. Quasi sein Protektorat. Du verlierst alle Vasallen. Wenn du das tust. I would say no und wir machen eine eigene League auf. Oh Gott. Okay. Es wird wehtun, es könnte uns zerstören, aber das ist alles, was wir tun können. Meine Upgrades dauern gerade so elendig lang. Das ist das Schlimme. 252 Monate. Way too long. Way too long. Wie viel sind 252 Monate? Das sind 20 Jahre. Ja, ein bisschen über 20 Jahre. Vielleicht 21 Jahre, die das dauern würde. Aber ich will den endlich integriert haben. Der muss weg. Wo bin ich noch im Zwirn? Aber dafür habe ich nicht die Influence. Scheiße. Wo ist mein Frontier Outpost? Der muss eigentlich hier irgendwo sein. Finde ich auch ein bisschen blöd, dass man die Frontier Outpost so schlecht wiederfindet. Ich will dafür eine eigene Spalte irgendwo haben, dass ich mir die suchen kann. Ja. Es geht, habe jetzt eher weniger Probleme damit gehabt sonst. Da oben, ah, dann bricht, da, ach scheiße, dann bricht die Grenze da oben zusammen, aber ist mir egal, ich muss ihn loswerden, damit ich mich ein bisschen positiv integrieren kann. Du wirst jetzt eine Menge Land gewinnen und ich hoffe, das zerstört nicht meinen Sektor. Ja, okay. Wenn es so bleibt, finde ich es in Ordnung, dann ist gut. Ist nicht viel gewonnen. Mein Einfluss ist sehr stark.
Weil jetzt kann ich sie nämlich integrieren. Jetzt habe ich 5,01. Dann mache ich einen Punkt 01 an Positiven. Fun, so much fun. Ja, großartig ist das. Wenn wir eine Föderation machen, verlieren wir auch mehr Influence. Ne? Dann verlieren wir nämlich 1,0 anstatt nur 0,75. Wir verlieren jetzt schon 1,0 durch den Defensive Pact. Nein, 0,75. Nein, guck oben drauf. Da steht 1,0 bei mir. From Defensive Pacts 0,75. Dann verliere ich davon 1,0. Das macht keine Ahnung, wieso. Wahrscheinlich, weil ich stärker bin als du. Das könnte sein, aber ich glaub's nicht. Das wird auch. Nee, glaub nicht. Oder kann es sein, irgendwas, der ihn eingeleitet hat? Sowas in die Richtung? Mm-mm, das auf gar keinen Fall. Das wäre Unsinn. Also, es wäre keine Reason dahinter. Ja, also, ich kann es mir gerade nicht erklären. Fertig. Ich auch nicht. Ja. Sieht auch, dass hier scheiße. Nehmen wir den. Ja, wir haben jetzt ein großes Problem, Leute, denn wir sind im War in Heaven und das Dumme ist, die beiden sind bei uns. Das heißt, die einzige Möglichkeit, die sie haben, sich auszubreiten, ist, indem sie uns penetrieren. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich finde das nicht so gut. Ja, wie gesagt, ich würde am liebsten jetzt meines da unten ausrotten, aber ich habe leider nicht die Möglichkeiten dazu. I would like to. Bevor ich einigermaßen was an Flotte zusammenstellen kann, was dagegen hält, da geht es noch ein kleines bisschen. Deswegen, du musst jetzt loslegen, du musst powern. Ja, reich mir ein paar Ressourcen drüber, ich power dir was. Ich habe ja selber keine, ich muss ja selber auch noch ballern. Das ist ja das Problem dahinter. Ja, ich handle mal ein bisschen was durch. Brauch Mineralien. Wenn ich welche hätte, wäre das schön. Oh Gott, wir werden so viele Dings verlieren. Oh crap. Oh ja, ich will auf jeden Fall Mutagan-Crystals haben. Das Trade-Interface hier mit den Dings ist so kacke, ne? Mit was meinst du? Mit den Trader oder Kuratoren oder sowas, das ist so doof. Ja. Weil es immer wieder aufploppt und zugeht und wieder aufploppt. Manchmal, wenn du sagst No Deal, ist es direkt weg und dann musst du wieder in das Verzeichnis, um mit denen zu reden. It's bothersome. It really is. Okay. Das Dumme ist, ich würde gern. Nein, ich. Den gerade nur laut. Passt schon. Ja, ich würde halt gerne meine Dyson Sphere weitermachen, weißt du? Ja, ich glaube, die Ressourcen sind da jetzt nicht unbedingt. Sind leider gerade ein bisschen eingespannt, ja. Wow, ich mache auf einmal plus 300 Energie. Wo kommt das denn her? Hast du die Flotte vielleicht in den Hafen gepackt und das hat dir Schub gegeben? Eigentlich nicht. Doch, das vielleicht. Flotte im Hafen verbraucht weniger. War's. Okay, du hast recht. Ja, vor allem mit Upgrades. Aber nur, wenn's ein Raumhafen dabei ist. Ja, logisch. Das war vorher anders. Vorher war es im Orbit. Da war einfach egal. Das muss es nur im Orbit sein. Ach, das ist schon so lange her, da habe ich quasi keine Erinnerung mehr. Siehst du, 1.0 habe ich eine Weile gespielt. Ich habe da ein großes Spiel gemacht und dann habe ich auf den nächsten Patch gewartet. Oh, wie traurig. Aber ja, man muss schon sagen, das Spiel ist um einiges besser geworden seit der Zeit. Der X-Slot, die Mega-Cannon, lohnt sich die? Mega-Cannon ja, wenn du nichts anderes hast. Aber gegen meine Gauss-Geschütze. Weil ich habe jetzt zwei. Ja, gegen Gauss-Geschütze immer, ja. Aber ich habe zwei Schlachtschiffklassen. Ich habe einen Träger mit drei Hangar-Bays und noch ein Schlachtschiff, wo nur einfach auf Large getrimmt ist. Mach ich jetzt auch. Ob ich jetzt ins Large die Mega-Cannon gegen reinbaue. Gauss, ja, immer. Immer. Okay. Aber besser ist halt der Tarion-Strahl, weil er hat 90% der Armor reduziert und das ist halt gut gegen Fallen Empires, was wir jetzt brauchen. Tarion ist besser? Ja.
Definitiv, really? Weil 90% wow. Armor-Reduktion. Das ist einfach so viel stärker. Das, gegen Schilde schlecht, aber wenn du dann irgendwas hast, was Schilde runterzieht, ganz schnell, das ist kein Ding. Das ist super. Also, wenn man, ja, okay, das ist falsch, was ich gerade hab. Ja, okay, dann hau ich da jetzt den Megaslot rein. Irgendwo war hier aber noch was, was ich auslöschen muss. Ancient Mining Drones. Ich würde so gerne den Drachen jetzt erledigen, uns ein Ei ausbrüten und noch einen Drachen dazu haben gegen die Fallen Empires, weil das wäre enorm. Ja, gut. Aber wenn wir den Drachen jetzt killen, da wird man sehr, sehr viel an Power verlieren. Nicht so viel, ich habe 90.000, das würde wahrscheinlich, wenn ich mir jetzt noch was von den Kuratoren kaufe, zu null gehen, aber nicht ganz zu null, aber ich würde vielleicht, keine Ahnung, 3-4 Battleships verlieren, ein paar Cruiser. Aber es wäre trotzdem sehr teuer bei nur 379 Mineralien-Income, weil ich 607 verliere durch fucking Consumer Goods. My freaking hell, ey. Das ist echt eine Menge. Ah, ich weiß, warum die ich auf einmal so viel Energie hatte und warum die überhaupt im Orbit waren, weil sie waren nicht im Orbit um meinen Heimatplaneten, aber sie waren im Orbit zum Upgraden von einem anderen Planeten. Weil die daher immer nein. Einen nehmen. Mein Admiral ist gerade gestorben, mein Guter. Das ist kacke, ja. Ja. Er lebt zum Glück noch, weil er ein Cyborg ist. Toter, mind over matter, you say. Tote Admiräle sind immer so ein bisschen nervig. Ja. Die kann man halt auch so schlecht hochpushen, ne? Vor allem, wenn man vor einem Krieg steht oder wie du, mitten in einem, ohne es zu wissen. So, okay, Cruiser. Warte mal, ich könnte jetzt noch, um ein bisschen mehr zu produzieren, das hier bauen und das hier bauen. Und noch das hier. Dann kann ich gleich mal an die Schlachtschiffe gehen. Die müssen alle so 1000 Stärke haben. Also mit ein bisschen Zeit komme ich vielleicht auf die 50. In einer angenehmen Periode hoch. Vielleicht, hoffentlich, maybe. Ich hoffe es. Was die Frage ist, soll ich Eisen meine... Nebenbei? Was? Was sagt das Zeiteisen? Ja, wir sollten eigentlich aufhören. Aber ich wollte gerade noch fragen, soll ich meine... Korvetten umbauen auf Torpedo-Boats? Habe ich schon gemacht. Korvetten wirklich? Tue ich, sobald ich Torpedos habe, gute, tue ich die auf Torpedo-Boot umbauen. Ja, ich habe Neutronentorpedos, also die zweite Variante. Mhm. Also ich tue keine anderen mit Torpedos ausrüsten, aber Korvetten, ja. Die schießen die Torpedos ab, dann sterben sie meistens. Ja, sonst aber die können halt nicht auch zum Schaden schon machen. Konstant gut Schaden machen. Sie sind halt immer an vorderster Linie, die kriegen halt immer alles ab, sie halten nicht. Da finde ich die Torpedos am Ende effektiver. Weißt du, was ich immer noch nicht habe? Flak. Habe ich die zweite. Dammit. Ich habe noch nicht mal die erste gesehen. Aber ich wüsste nicht, für was ich die Flak jetzt benutzen soll, wirklich. Also. Really? Ja, wo sofort sagen. Wo soll ich die denn reinmachen jetzt? Ich hätte dafür sofort meine Zerstörer. Du würdest deinen Zerstörer mit Flak vollklatschen. Ja, ich würde die Point Defense komplett rausnehmen, weil die eine Reichweite hat von 10 und die gegen zwei Point Defense gegen eine Flak tauschen mit einer Reichweite von 40. Viel effizienter. Geht dann nicht der Damage hier ohne Ende runter, wenn du die mit Point Defense vollmachst? Ja, ich nehme die Point Defense raus. Ich meine, nur mit Flak vollmachst deine Zerstörer. Du hast ja dann maximal zwei Flak. Mehr geht ja nicht. Es geht ja nur um M-Slots. Du kannst es nicht in S-Slots packen. Also, who cares? Achso, du tust dann nur den hinteren Teil des Schiffs mit zwei S-Slots mit Flak vollmachen. Mit einer M. Ich würde eine wahrscheinlich vorne hin machen mit dem Gunship-Bow, MSS. Und dann hätte ich einen M vorne eine Flak und hinten wahrscheinlich noch eine Flak. Oder nur vorne die Flak und hinten normale Geschütze. Mit zwei S oder sowas. Oh, ist ja vollkommen wurscht. Da geht ganz schön was flöten. Ist ja egal, es sind Raketenzerstörer, who cares? Also Zerstörer, die Raketen zerstören sollen, sonst gar nichts. Ja, stimmt auch. Der I Damage kommt care. Ja von... Der Damage kommt von Schlachtschiffen, nicht von den Dingern. Von daher opfere ich das da gerne. Nee, du brauchst aber trotzdem Gauss hier vorne. Und du brauchst die Sentient Combat Computer. Aber auf jeden Fall. Colony established. Ja, dann hab halt Panzerung, ist mir auch egal. Ich wollte nämlich gerade noch meine Zerstörer umbauen und beziehungsweise meine Schiffe alle. Dyson Sphere Construction. Harnessing the power of the stars has been a dream of Hythian engineers throughout history. From crude combustion to the pale imitation of solar fusion,
and we now stand ready to realize this dream. In the Benthery system sits the scaffold upon which we will build a Dyson sphere, encompassing Benthery and monopolizing the cataclysmic power of the star. Yes. Research complete. So nice. System survey complete. So, so nice. Hier können wir auch die Durastahl-Rüstung oder ja, Armor nehmen. Das ist mein anderes Schiff, mein Carrier. Der kriegt jetzt bessere Abwehr. Der kriegt. Ich habe keine besseren Schiffe mehr. Wow. Really, I'm full. That's cute. Aber du kriegst auf jeden Fall einen besseren Computer. Ich habe jetzt komplett Sentient AI, ne? Ich mache sowas nie. Ich habe die Dinger noch nicht mal erforscht sonst. Meinst du, ich hab grad so ein, ne? So ein Schiss vor dem Ding. Ich weiß nämlich nicht, was es für Auswirkungen haben kann, alle. Enlightenment complete, sehr gut. Ich habe echt keine Ahnung, was es für Auswirkungen haben kann. Absolut null. Sie können dir halt rebellieren, wenn sie Spaß dran haben. Bist du sicher? Ich habe das Gefühl, da kann noch mehr passieren. Also wenn die alle Schiffe rebellieren würden, dann hätte ich ein Problem. Ich weiß nicht. Vor, mitten in einem Kampf mit einem Dings Empire und dann alles Rebellen. Das Einzige, holen. Was ich dazu im Kopf habe, ist halt die KI-Rebellion. Aber wie genau die sich jetzt zeigen kann oder wie viel Variation da drin ist. Ja, da weiß ich, wie die sich zeigen kann. Das ist nicht das Problem. Da ist alles in Ordnung. Also darüber habe ich ein Bild. Ja, mehr Leader Capacity, warum nicht? Hier kann ich noch Phase Disruptors verbessern. Ja, nehmen wir die halt. Okay. Also meine Schiffe sind ready, werden upgegradet. Dauert ewig, aber who cares? Ich mache super viel Energie. Ich bin es gerade durchgehend am Eintauschen von hier Energie-Credits gegen Mineralien. Ja, das mache ich gerade auch. Um den zu irgendwie finanzieren zu können. Ich will die Dyson Sphere weitermachen. Das ist mir scheißegal. Was für Armeen benutzt du gerade? Oh Gott, 40.000 wirklich. Ich benutze hauptsächlich Klon und, wie heißen die Typen? Xenomorph-Armeen. Ja, weil ich bin jetzt hier auf die Xenomorph- und die Psionic-Armeen von mir übergegangen. Ja, ich habe keine Psionic. Das ist so eine Mischung. Ich habe leider keine Psionic. Ich habe keine besseren Armeen zur Verfügung außer Klon. Ja, aber die Xenomorphs sind immer noch ziemlich hart, also. Ja, sind sie auch. Die sind nicht so gut, wie sie mal waren, habe ich das Gefühl. Ach nee, die Gigantics sind besser. Ah, okay. Aber hab Androids sind halt auch nicht besser, Android-Armies. 6,3 gegen 7,8 maximal Schaden. Und ich will vor allem Moral Damage haben, der ist gut. Ich habe gerade plötzlich minus 500 Energie-Credits gehabt. Erstmal einen Schock bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Vassal annektiert. Das erklärt vieles. Ah, ja. Apropos, hatte ich nicht auch so einen Kram? Ah, ich hatte einen Uplift fertiggestellt. Okay, das sind die Typen hier. Sehr gut. Ihr und ihr könnt wann integriert werden? Oh Gott, die Fröschchen. 58, okay, cool. Aber immerhin verliere ich jetzt nicht wieder das gesamte System. Ihr seid in welchem Zeitalter? Renaissance. Ja, euch werde ich auch entleiten. Mir gehört ja jetzt schon die eine Dings hier, die ich komplett upgraden kann. Aber ja, wir müssen aufhören. Glück. Ja. If you may. Ich. Wir können auch gerne ein bisschen weitermachen. Wäre so langsam praktisch. Kaltes Essen ist immer so ein bisschen frustrierend. Ach, Jammerlappen. Ah, so kommst du mir jetzt also. Ja. Aber ja, ich weiß, ich habe gerade auch ziemlich Bock drauf. Ich empfinde schon irgendwie gerade mit dir mit. Ist nicht sehr aufbauend irgendwie. Ja, das ist noch nicht mein Problem. Ja, das dachte ich mir. Ah, und du hast eine neue Integration begonnen, okay. Ja, ach, ich bin ja auch am Integrieren, genau, Juvan, oder? Ja, bin ich am Integrieren, sehr gut. Dauert nur noch ungefähr, wie lange? Ewigkeiten? 222 Monate, also so um die 20 Jahre, Leute, läuft. Ist doch nix, bitte. Läuft. Ne? Peanuts. Ja, ist nix, Leute, ist nix, sagt er nix.
Ja, du hast ja noch größere zum Annektieren. Ja, dass die werden auch gut was fressen. Ich könnte gerade mal gucken, oder? Kann ich schon? ...2045 für die Vulkanier. Wow. Oder 55. 1780 für die Pius Kasvalivia League. Mit denen sollte man lieber früher anfangen als später, ne? Religiösen Äffchen. Und was haben wir noch? 600 für die Rakudons. Und für die Genvius, die ich auch schon ewig habe, 780. Ja gut, die beiden gehen relativ schnell, ehrlich gesagt. Die hätte ich vorher jetzt integrieren sollen. Damit, weil die nämlich eine Menge an Fläche mir gerade wegnehmen hier. Und ein Ausbreitungspotenzial. Aber hey, wenn die jetzt beide awaken, ich will die Stagnant wegballern, ne? Die Stagnant-Typen. Ja, machen wir jetzt erstmal kurz die Aufnahme zu Ende, dann können wir ja nochmal kurz quatschen. Okay, dann bis zum nächsten Mal, Leute. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Bye, bye. Tschüss. Tschüss.